geht's mit dem 11. Teil des Let's Plays mit dem vielen Erd. Im 10. Teil hatte ich jetzt schon ein bisschen was angefangen mit dem Bahnhof. Den habe ich auch schon runtergegraben. Also müsste auch irgendwann mal eine Slime Farm bauen. Hier geht's auch rein zu einem kleinen Lagerraum. Hier geht's Richtung zukünftigen Bahnhof. Ich mach ihn mal hier einfach weg. Hier wird dann noch ein bisschen Redstone-Schaltung drunter liegen. Und ich brauche dann auch noch Detektorschienen. Eigentlich was Sensorschienen, weil dann habe ich im letzten Teil nicht rausgefunden, wie man die craftet. Also ich kann es, bevor ich den letzten Teil aufnehme, das mal machen, wie man die craftet. Ich habe noch ein Eisen im Moment, aber das wegpacken kann. Jetzt Eisen zu behalten. Was ich denn auf Brot habe ich? Weizen, da kann ich auch Brot herkraften. Jetzt habe ich. Wow, hier so viele Öfen. Aber das Weizen, der kann ja hier so ein Brot herauskraften. Teil die Hälfte auf. So eine wird übrig. 32 Brote. Ein Eisenerbsen. So, die sind ein Schwarzbrot, weil die brauchen wir nicht. Hier erstmal rein. So, 29 Stück schon. Das hat sich auch schon ordentlich jetzt angesammelt. Die Ziegel hier, die müssen daraus Ziegelstein machen. Ein Dachgeschoss bauen kann. Aus Ziegelstein. Und wird dann noch Platz nehmen. Dann reicht nicht ganz. Aber die Ziegelsteine brauchen im Moment ja nicht. Brauche ich gerade noch nicht. Weil aus Bank verzaubert ist Buch irgendwie ganz viel. Ich habe ja Level 47. Ich brauche dafür ja noch Obsidian, Diamant und ein Buch. Habe ich Zuckerrohr? Zuckerrohr habe ich hier, 8 Stück. Aber ich muss mir auch mal eine Zuckerrohrfarm anlegen. Und ich sehe das so. Ah, es ist ganz dunkel, dann muss ich mal schlafen. Da keine Monster draußen spawnen. Jetzt haben wir hier Wasser auf. Ja, na, wir haben schon einen Eimer. Aber die anderen sind mit Lava gefüllt. Nicht aber hier normale Eimer haben. Lava-Eimer brauche ich jetzt gerade nicht. Ich muss nur noch 4 Eimer Wasser holen, am besten. Schöner Vormittag. Oh, Berg voller Erd. Zack, zack, zack. Dann werden wir noch eine unterirdische Zuckerrohrfarm anlegen. Geht ja relativ einfach, da kann ich mir was hinbauen. Diese unterirdische Zuckerrohrfarm, wo kann ich die am besten platzieren? Überleg mal. Sag mal, nach hier rein. Wir sind noch mal einmal wach da. Wir wachsen ja auch nachts, also beleuchtet muss das unbedingt, aber ich kann es mir mal sehen kann. Und die auch Let's Play dann keine schlechten Karten hat. So. Also mal so ein paar Blöcke. Das müsste ein unendlich Brunnen sein. Ja, so ist das ein unendlich Brunnen. Und schon
Fackeln. Wie lange soll es denn sein? 1, 2, 3? Reicht nicht. Ich soll mindestens 8 Blöcke haben wollen. Die auch voll automatisieren mit Kisten. Dafür brauchen wir Holz. Holz, Kobbel, Eisen und Redstone. Du machst ja den letzten 8 Blöcke lang. Deshalb wird das so manuell so machen. Wir brauchen natürlich auch noch ein bisschen Erde. Auf Eisenerz können wir nicht wachsen. Kann ich jetzt das wegmachen. Jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke. Ich will auf 8 erweitern. Wasser holen und ich brauche, glaube ich, nämlich 3 Papier und muss mir das nur holen, das Krafenrezept. Nein, nicht die Fackel abbauen. Und dann müssen wir ein bisschen weiter reingraben. Diese viele Erfahrung, die ich hier gerade schon gesammelt habe. 48 Level ist nämlich schon sehr viel, was ich hier jetzt mal ein bisschen benutzen. Wir müssen hier demnächst ein paar schon mal 2 Crafting-Rezepte aufheben, und zwar wie man ein Buch craftet. Ich bin mir auch nicht so sicher, ob man es mit den 3 Papier einfach so machen kann. Ich glaube nicht. Lapis Lazuli. Und Inventar schon wieder voll. Muss ich besser schon wieder weglagern. Ne, da gibt's einen Dungeon runter, da will ich nie hin. Und die Bäume sind auch schon alle gewachsen. Erstmal hoch. Lapis ablagern. Dann habe ich einen kleinen Fehler hier gemacht. Weil nur eine Truhe ist. Nicht die Dia-Spitzhacke rein. Lapis, Lapis, Lapis. Ein paar Eimer hier. Was brauche ich denn sonst denn nicht? Downcrafted Plate. Brauchen wir auch noch nicht. Weizen brauche ich jetzt gerade auch nicht. Pfeile brauche ich nicht. Bogen brauche ich gerade nicht. Und so viele Bögen, jetzt ist diese Truhe auch schon voll. Ich glaube, wir müssen diese 3 Truhen doch mal noch nutzen. Vielleicht einen zweiten Lagerraum unten drunter noch freigraben. Wir müssen das mal unten hin. 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4, also 4 und 4 muss das. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 und 4. Skelettisch. Was war das? Illusion oder ist es draußen schon noch wieder Nacht geworden? Na, es ist tagsüber draußen immer noch. Höhlengeräusche schon wieder. Ja, was Skelette.
Ja. Na, hier geht es leider nicht weiter. Jetzt zumachen. Was darf ich jetzt? Ein Block da sitzen noch. Gleich mal einen zweiten Lagerraum direkt unten drunter. Und dann wissen wir, ob man Lappen Platz in die Blöcke craften kann. Und jetzt gehe ich mal dort runter, ob die Materialien da unten noch liegen. Liegen hier noch. Und da wird schon wieder so voll. Also da habe ich schon wieder das alles voll damit. Gucken hier noch mit Bedarf kann man die Linie vergrößern. Schon was gewachsen, dann noch nicht. Erdblock an Wasser hin. Und das einfach bauen. Aber das ist immer so ein bisschen nervig mit dem vielen Lapislazuli. Dafür also kann man aber blaue Wolle daraus machen. Ich muss man mit erstmal Schafe farmen. Ich kann ja auch den Holzchen wieder wegschlagen. Also, habe ich ja auch wieder gesammelt wieder Nasenholz. Holz, bitte. Ein Baum steht da noch. Ich würde gerne mal nach anderen Baumarten Ausschau halten. Inventar schon wieder voll. So haben. Samen unten habe. Weizen sind wir dann auch. Weil im Inventar ständig voll wird. Das ist natürlich ein Nachteil für den Ärzte, dass das Inventar ständig voll ist und muss es ständig wieder ablagern gehen. Deswegen sind zum Beispiel bei mir die Truhen auch schon wieder da voll. Ich muss Weizen aufnehmen. 9 Stück sind da wieder rausgekommen. Dann die jetzt loswerden, indem ich daraus 3 Brote mache. In der Nacht draußen. Ich habe jetzt hier 64 Stack und 1. Gehen wir hier was mal in den Ofen rein an Erden. Also jetzt mal hier wieder 64 Eisen. Das ist voll fertig. Da kann ich nämlich noch das eine Eisenerz dazu packen. Iron Ore. Noch eine Erfahrung, also sollte man manchmal mit kleinen Gold habe ich mal gehört. Eisen habe ich wieder was. Aber viel Lapis.
gucken, ob man aus dem Lapis auf Blöcke craften kann. Lapis Lazuli Blöcke, daraus lässt sich man nicht daran wiederherstellen. Creeper, oh. Also man Lapis Lazuli Pyramide bauen. Gucken wir mal, ob das denn geht. Lapis Lazuli Blöcke herstellen. Ja, Lapis Lazuli Block. Könnte man nicht besser lagern. Ja, das weiß ich noch. Ich habe jetzt gerade mal diese Blöcke nur rausgewonnen, also. Brauche ich schon sehr viel Blöcke. Ich habe jetzt die Blöcke. Redstone kann man auch mit Blöcke machen. Aber jetzt könnte ich noch ziemlich voll die Truhe. Jetzt ist er wieder raus. Jetzt bekommen wir uns dann nicht wieder kein Zombie. Die ganze Powder aufnehmen. Vielleicht kann ich mal wieder weiter weitere Erkundung zu gehen, dann mal aber vielleicht dann ein bisschen abfahren. Erstmal muss ich irgendwie neue hier auf dem nächsten Park in Richtung da zum Sand gehen und mit eine weitere Truhe bauen. Na, ich habe hier komplett freigegraben, ich sollte nicht. Und schnell da unten noch dran. Ich muss da irgendwie rankommen. So weit graben wie ich kann. Hier denn noch. Jetzt Richtung Bahnhof müssen wir hin. Ganz kleines Gold noch auf nur zwei Blöcke. Und da müssen wir auch graben. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke rein. Warum es gleich groß wird. Lagerraum. Komm sie her. Ich hab Zombies, aber die sind nicht bei mir im Haus. Weil sie nämlich das Dach ja aus anderen Holzarten bauen. Weder als Akazienholz als auch aus dem normalen Holz. Da hat schon mein Inventar wieder ständig voll ist und ich muss jetzt hier neu. Hier geht's Richtung Bahnhof. Schienen habe ich jetzt noch keine. Könnte ich mir überlegen, wo ich dann hingehen kann. Die Schienen sollen dahin und ist das Ding da. Hier kommt normal gut das Schienen hin und hier auch eine. Dass sie dann normal hinkommen, dann kann ich hin. Ich muss noch einige Blöcke davor. Einige Blöcke hier vor muss
muss einen Detektor, also Sensor schnellen. Muss ich natürlich noch gucken, wie man die craftet. Aber ja, letzten paar hatte ich versucht rauszufinden, wie man die herstellt, weil da nichts herauskam. Und das wollte ich gerade noch. Den Rest meiner Bilder jetzt zurückpacken. Ich lass das schon wieder ein bisschen was. 64 Stacks. Und Stein packe ich mir auch mal rein. Kartenholz. Truhen, da habe ich ja drei Truhen drin. Dann nehme ich hier jetzt mal unnützliche Sachen wegschmeißen. Oder was man einmal nehmen mit. Bogen packe ich weg. Also einen Bogen brauche ich ja nur, nicht drei. So viele Eimer brauche ich auch gerade nicht. Eichensätze brauche ich nicht. Weizen lasse ich mal im Inventar. Gucken wir, wie es hier unten aussieht mit Items. Ein Setzling lag hier nur rum. Setzling rein und die letzte Truhe hier. Die da noch reinpacken. Dann hoffe ich mal, dass der Part euch gefallen wird. Gebt dafür Daumen hoch, teilt es, damit ich bekannter werde und abonniert für weitere solche Videos.